Bundesliga AD Welcome USA. Dieser Podcast begleitet junge, sehr gut ausgebildete deutsche FußballerInnen auf ihrem Abenteuer als College Soccer Player in den USA. Unter all denen, die ihre erste Saison gespielt haben, wurde ich in dieser Konferenz als beste Rookie ausgewählt. Sie sind zum Studieren in die USA gegangen und finanzieren ihr College-Studium mit ihrer Leidenschaft, dem Fußballspiel. Hello America, wie läuft's bei dir? Ja, und der Gruß geht heute nicht rüber nach Amerika, sondern Buonasera nach Italien, nach Napoli, genauer gesagt, zu Vivian Beil. Herzlich willkommen und du bist die erste Frau in unserem Sport im Osten, Bundesliga AD Welcome USA Podcast. Ja, herzlich willkommen, Vivian. Dankeschön, fühle mich geehrt. Buonasera. Ja, Buonasera, du bist in Napoli, aber du hast sehr viel mit unserem Podcast zu tun, weil du warst 4,5 Jahre in den USA und bist genau diesen Weg gegangen. Du warst Bundesligaspielerin, du bist in die USA gegangen und hast jetzt ein Engagement beim SSC Neapel. Nee, das ist Napoli Femini, wenn ich das richtig gelesen habe, oder? Richtig, Napoli Femminile. Das ist erste italienische Liga, richtig? Genau, Serie A von den Frauen. Und was ist das für ein Gefühl, in Neapel, in der Stadt von Diego Maradona Fußball zu spielen? Ist auf jeden Fall ein unglaubliches Gefühl, weil die Leute hier verrückt nach Fußball sind. Und auch wenn Diego Maradona uns leider verlassen hat, lebt er hier auf jeden Fall überall weiter in allen Straßen, an allen Wänden, im Stadion. Das spürt man deutlich, ne? Auf jeden Fall. Was war denn los, als er dann die Todesnachricht von Diego Maradona kam? Da war einiges los. Wir wohnen relativ nah am Stadion, was ja jetzt auch nach ihm benannt worden ist. Und da wurde, ja, Corona hat da keine Rolle gespielt. Da waren Tausende von Leute ums Stadion drumherum und haben Kerzen angezündet, Trikots, Schals etc. Und für uns, auch wenn wir nicht ursprünglich aus Neapel sind, man kriegt schon mit, wie die Leute ja getrauert haben und wie viel Diego Maradona den Leuten hier bedeutet. Ja, verrückt. Ja. Du bist seit wann in Neapel? Seit wann spielst du da in der Serie A? Seit Januar letzten Jahres, also Januar 2020. Haben aber allerdings in der Serie B begonnen und sind aber aufgestiegen. Ihr seid Aufsteiger und aktuell auf welchem Tabellenplatz? Auf dem 9. Nur 10. Entschuldigung. 10. Okay. Ja. Wie viele Mannschaften sind da? 12. 12. Das heißt, wie viele steigen ab? 2. Okay, ihr seid noch einen über dem Strich, genau über dem Strich sozusagen. Genau, momentan ja. Okay. Welche Position spielst du da? Ich spiele im Mittelfeld meistens. Ja, klassisches 4-3-3, also im Mittelfeld bei den Dreien oder manchmal auch außen im Sturm. Spielmacherin oder bist du eher die Torjägerin? Eher Spielmacherin, würde ich sagen. Aber kommt immer aufs System drauf an, wo der Trainer mich sieht. Die Taktik und so weiter und so fort. Aber eher eine Spielmacherin, würde ich sagen. Also habt ihr noch eine spannende Saison vor euch. Also es geht jetzt auch in den Saisonendsport. Ihr müsst den Platz verteidigen, ne? Absolut. Wird jetzt eine sehr interessante Zeit. Bevor wir über Napoli reden, wollen wir natürlich über das reden, worum es in diesem Podcast geht. Es geht um FußballerInnen. In dem Fall bist du ja unser erstes Mädel, Frau, Dame. Bist jetzt 23? Habe ich das richtig gesagt? Leider nein, 25 schon. Ach Gott, ja, du verzeihst mir diesen Fehler. Alles hat begonnen wo? Du stammst woher genau? Ich bin in Jena geboren, in Thüringen, im grünen Herz Deutschlands. Thüringen. Genau, in Jena geboren und immer in Jena gelebt bis nach meinem Abitur. Sprich, die FCC-Jugend durchlaufen bei den Jungs bis zur U15. Und dann bin ich rüber zum damals noch FFUSV Jena, habe dort in der U17 ein bisschen gespielt, aber wurde recht schnell hoch in die Frauenmannschaft gezogen und durfte da recht früh Bundesliga-Erfahrung sammeln. Du hast mit 16 schon gespielt, das habe ich nachgelesen, ne?
Ja, Bist, genau. glaube ich, bis heute die jüngste Bundesligaspielerin beim FC Karlsruhe Jena oder damals noch USV Jena, die in der Bundesliga gespielt hat, glaube ich, ne? Es kann gut sein, aber weiß ich nicht genau. Ja, dann wollen wir mal wissen, wie das alles angefangen hat. Bist du am Fußball nicht vorbeigekommen? Hast du zu nah am Stadion gewohnt oder warum hat es dich zum Fußball getrieben? Also im Kindergarten kann ich mich nur erinnern, dass ich ja einfach mit den Jungs da immer den Ball rumgekickt habe und meine Familie ist recht sportlich, aber eher eine Handballfamilie. Aber irgendwie fand ich den Ball am Fuß besser als in der Hand. Hast du Brüder, die vielleicht da so eingewirkt haben? Nee, gar nicht. Ich habe nur jüngere Geschwister, bin die Älteste. Nee, nicht wirklich. Also mein Papa hat mich zwar früher dann, aber erst nachdem ich angefangen habe zu spielen, immer mit ins Stadion genommen, zu den Spielen vom FCC. Aber Das hat nee. abgefärbt. Damals haben sie noch zweite Liga oder schon dritte Liga gespielt? Teilweise auch zweite und wo sie es soweit im DFB-Pokal geschafft haben, ist mir noch sehr gut in Erinnerung. Ah, schön. Die Das hat Zeiten, genau. abgefärbt. Das ist Auf jeden gut. Fall. Also bist du dann relativ früh zum FC Karlsruhe Jena und hast da mit den Jungs mitgebolzt. Genau. Wie ist das, wenn man mit den Jungs so groß wird, als Mädel? Also ich glaube, mir hat es gut getan. Ich denke, man profitiert davon, mit den Jungs zu spielen. Weil zu meiner Zeit damals gab es einfach noch nicht viele Mädchen, die Fußball gespielt haben. Und meine Jungs sind schon einfach ein bisschen, ja, wie sagt man, Robuster. ja, robuster und Schnoddriger, vielleicht auch ein bisschen, ja. genau. Aber Und es war eine coole Zeit. ja, Also. wie ist das so in der Kabine so als kleines Mädel? Muss man heulen nicht wie ein Mädchen oder sowas anhören? Oder? Nee, ganz und gar nicht. Also ich wurde da wie eine von denen aufgenommen, da gab es überhaupt keine Probleme. Ich habe ja jetzt auch mitbekommen, dass das so üblich ist, dass man als junges Mädel durchaus mit den Jungs aufwächst, weil es gibt natürlich nicht so viele Mädels, die mit 6, 7 Jahren anfangen, Fußball zu spielen, sodass ich glaube, diese Möglichkeit bei den Jungs mitzuspielen, glaube ich, eine sehr, sehr gute ist und der Entwicklung auf keinen Fall schadet, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also bin sehr dankbar, dass ich da auch so ein gutes Nachwuchsleistungszentrum hatte. Und ja, viel gelernt habe von den Trainern und von den Jungs, logischerweise. Dann ging es weiter. Irgendwann bist du auf die Sportschule gegangen. Ab wann? 7. Klasse oder wie war das? Nee, fünfte direkt. Oh, schon Ja. gleich Gymnasium sozusagen. Genau, fünfte bis, ja, bis zum Abitur hoch, immer am Sportgymnasium. Ja, das ist ja recht früh und würdest du sagen, dass die Schule, Sportgymnasium, ist das alles perfekt gelaufen oder gab es da Höhen, Tiefen oder hast du irgendwann mal gesagt, ich hasse das, ich will zurück, ich habe keine Lust mehr? Nee, also insgesamt Sportgymnasium war wirklich ja, überragend, weil die Lehrer mich super unterstützt haben, vor allem in den Zeiten, wo dann so 10. Klasse Prüfungen kommen. Ich war viel mit der Nationalmannschaft unterwegs zu den Zeiten, habe viel, viel Schule verpasst. Da war echt viel Unterstützung da und also wenn man Fußball liebt und dann auch noch tagsüber während des Schultages Fußball spielen kann, weil das ein Unterrichtsfach ist, Ja. dann ist überragend. Klar gab es sicherlich auch mal eine Phase, weiß gar nicht, wie alt ich da war, vielleicht so 11. Klasse, wo es mal ein bisschen geschlaucht hat, so, aber ich denke, das ist auch ein Stück weit normal, wenn man jeden Tag ja, von frühs bis abends Schule, Training, Das ja. ist dir ein bisschen über den Kopf gewachsen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Über den Kopf gewachsen würde ich gar nicht sagen, weil ich das alles immer sehr gut gemeistert habe, aber einfach vielleicht ein bisschen monoton, dass Okay. man ein bisschen nach Abwechslung sich gesehnt hat. Ja, da kommt so dieses jugendliche Rebellische so ein bisschen durch, kann das sein? Ja, Ja. richtig, Wo man richtig. dann sich selbst hinterfragt, was mache ich denn hier eigentlich sozusagen, ne? Ja, Ja. ich kann aus Erfahrung sprechen, ich bin auch damals noch in der DDR Kinder- und Jugendsportschule und bin bis dahin denselben Weg gegangen. Und du hast dann relativ früh auch schon, du hast es gerade erwähnt, in der Nationalmannschaft gespielt, ne? U16, U17, U19. Ja, alles dabei gewesen, ne? Richtig, ja. Und, wenn ich das richtig gelesen habe, bist du U17 Europameisterin. Ja, das ist richtig. So bescheiden, das junge Mädchen, so bescheiden. Das ist ja, wie war das? Gegen wen war das Finale? Wo war das? Erzähl mal.
Wir waren in der Schweiz, war die Endrunde. Das sind dann nur noch vier Mannschaften. Haben dort gegen Dänemark das Halbfinale gespielt. Weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir gewonnen haben. 2-0 oder so. Recht normales Fußballergebnis. Und dann im Finale gegen Frankreich. Sehr starke Mannschaft. Die sind 1-0 in Führung gegangen, dann 1-1 und dann Elfmeterschießen. Und Hast du auch haben wir eingeschossen? geschafft. Ja. Und? Getroffen. Ah, sehr gut. Im Elfmeterschießen habt ihr 5-4 oder 6-5 oder weiß nicht mehr, ne? Ist aber egal. Weiß nicht mehr genau, aber wir Ja. hatten, glaube ich, zwei Paraden von unserer Torfrau. Ah, cool. Ja. Hast du mit wem damals zusammengespielt, die man heute vielleicht in der Nationalmannschaft findet? Ja, auf jeden Fall. Merle Fromm, Sarah Depritz waren mein Jahrgang. Pauline Prämer war dabei, Felicitas Rauch. Das sind jetzt auch alle gerade also im Lehrgang. Wir haben gerade Länderspielpause. Und bei dir ist noch keine Einladung ins Haus geflattert, weil du keinen Briefkasten draußen dran hast, oder warum? Nee, nee, ist noch nichts gekommen. Weiß nicht. Hat es vielleicht Vielleicht auch mit ist der der Zeit Zug. zu tun, über die wir uns jetzt vielleicht ein bisschen intensiver unterhalten, dass du in die Staaten gegangen bist, in die USA, dann Ja, könnte ein Faktor sein, aber also damals dann auf jeden Fall, dass ich nicht mehr bei der, weiß gar nicht, U19, U21 ist das ja dann, beziehungsweise den Sprung in die A-Nation zu schaffen. Ja. Ja. Da warst du ein bisschen aus dem Blickfeld, kann man das so sagen. Könnte gut sein, ja. Okay. Jetzt spielst du in Neapel, aber wir wollen uns über die Zeit unterhalten, als du in die USA gegangen bist. Wie alt warst du da? Ich war Das muss ja nach dem 19. Abi gewesen sein. Du hast das Abi fertig gemacht? Ja, richtig. 19 Jahre müsste ich gewesen sein. Mit 19. Und wie hat sich das entwickelt? Wie kamst du auf die Idee zu sagen, ich Bundesliga, ach nee, ich gehe jetzt in die Staaten? Also mir war auf jeden Fall klar, dass ich nach dem Abitur gerne einen Tapetenwechsel hätte. Also auf jeden Fall eine neue Umgebung um mich rum. Wusste aber ehrlich gesagt noch nicht genau, wie das aussehen soll. Und bei mir war es dann sogar so, dass Januar, also so Neujahr rum, in meinem Abiturjahr habe ich einige E-Mails, Facebook-Nachrichten bekommen von Colleges in den USA oder Agenturen oder ja, solche Sachen. Und dann Die haben dachte ich dich erstmal direkt so, angeschrieben, oder was? ja, genau. Ich glaube, das war so ein bisschen der Vorteil, dass ich in der Nationalmannschaft gespielt habe, weil man da doch ein bisschen mehr im Blickfenster ist. Ja. Aber die konnten ja nicht wissen, dass du das willst. Oder machen die Nee, da so das stimmt. Blind-Mails oder Blind-Bewerbung? Ja, da Das haben sich zwei getroffen, sozusagen. ja, genau. Also ja, ich war auch sehr überrascht, weil ich diese Option gar nicht wirklich im Blickfeld hatte. Aber nachdem ich mich dann ein bisschen recherchiert hatte und natürlich mich auch mit den Trainern unterhalten hatte, dachte ich mir so eigentlich voll die coole Sache, ein Studium absolvieren zu können in einem anderen Land, wo ich ordentlich Englisch lerne und dann auch noch Fußball zu spielen auf einem hohen Niveau, hat sich super angehört und hat super in meinen, Lebensplan gepasst zu der Zeit. Und ich bereue es auf jeden Fall nicht, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Das hört sich an, dass du mehrere Angebote hattest. Hast du mit mehreren Trainern da geredet? Ja, genau. Weiß gar nicht, ich hatte so vier, fünf Unis, die so in meinem in meiner engeren Wahl lagen, und habe mich dann einfach mit dem Bauchgefühl damals für University of Maine entschieden, Das auch liegt Division wo in den 1. USA? Welche große Stadt ist da in der Nähe? Das ist eigentlich gar keine große Stadt in dem Staat. Das ist so 4 Stunden nördlich von Boston. Okay, gefühlt für mich Kanada, Alaska kalt. Genau. Wirklich jetzt im Winter war es wirklich sehr, sehr kalt. Wie viel Grad? Minus 25. Ah, ei. Und Ja, hast du es hat. bereut? Nicht wirklich. Also die Uni an sich war super und auch der Start, auch wenn das ja weit weg vom Schuss war, war wirklich schön, naturmäßig. Wie lange hast du gebraucht, wenn du nach Jena wolltest? Naja, 4 Stunden Busfahrt nach Boston, 8 Stunden Flug nach Frankfurt, 3 Stunden, 4 Stunden Autofahrt nach Jena. Ja, gut.
Sind so 24 Stunden so ungefähr, ne? So mit Ja, Warten und. fast. Ja, Ja. auch gut. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt, um ehrlich zu sein, aber die Busfahrt nach Boston, die hat bestimmt, oh, das ist bestimmt ein Erlebnis, da im Winter mal so durch die Landschaft zu düsen, oder? Auf jeden Fall. Also allgemein, man hört auch öfter mal in den Nachrichten hier so Blizzards und so in Boston. Und es war da oben auch so. Also wir hatten schon ein paar echt krasse Winterstürme. So viel Schnee habe ich ja nur das eine Mal im Leben gesehen. Okay, wie war das am ersten Tag, als du ankamst da? Ja, also sagen wir mal so, du hättest wärmere Regionen auch haben können. Also Miami wäre auch möglich gewesen Ja, oder Florida, ja. Florida und oder Kalifornien wäre auch möglich gewesen, ja? Ja, also Florida auf jeden Fall war mit Aber im Vivian Angebot. entscheidet sich für die kälteste Region in den USA und ja, ist ja auch mit Fußballspielen nicht ganz lustig, ne? Denke ich mir so, oh, kalt und Schnee und oh, gefrorener Platz und weiß der Kuckuck was so. Aber gut. Naja. Und das interessiert mich nochmal. Was hat dich da überzeugt? War das nur der Trainer oder was waren da für Gründe? Also der Trainer auf jeden Fall, der hat sich ordentlich ins Zeug geschmissen. Hat mich sogar in Jena besucht, Oh. um mir Hat mit das deinen alles Eltern auch noch schmackhaft zu geredet und reden. so? Ja, genau. Ah, okay. Also der hat sich schon ordentlich gekümmert, hat mir einfach ein gutes Bauchgefühl gegeben und logischerweise auch meinen Eltern. Ich meine, wenn man da ja auf einen anderen Kontinent fliegt, um dort zu leben, ist schon wichtig, dass man sich wohlfühlt Ja, und sind Mama und Papa mitgekommen beim ersten Mal oder wie war das? nee, nee, nee. Nee, nee. Das hast du dann Nee. alleine hingekriegt. Ja, Mit auf drei eigene Koffern Faust. angereist. Ja, Ja. so in etwa. Wie die anderen Jungs, die in unserem Podcast waren, die haben ja hier und da schon mal erzählt, wie es war, so beim ersten Mal, teilweise das Englisch, was man bis dahin so im Repertoire hatte, das konnte man irgendwie vergessen. Wie war es bei dir so? Mein Englisch war schon immer ziemlich gut, glücklicherweise, aber ist schon noch mal was anderes, wenn man dann drüben ankommt und alle reden Englisch und schneller, als man es kennt. Ja. Und da natürlich auch die ersten Unikurse. Also ich glaube, die ersten 2 Wochen, ja, bin ich nachmittags Durchgezaumelt. drei um 4 hatte ich Kopfschmerzen vom Englisch und vom Ja. zu viel Nachdenken. Aber das Gute ist, dass man sich wirklich, wirklich schnell an alles gewöhnt und schnell die Sprache lernt, auch dadurch, dass man halt in der Mannschaft ist Ja. und ja, die Sprache jeden Tag benutzt. Ja. Hattet ihr viele ausländische Spielerinnen? Ja, wir hatten paar Europäer, ich glaube so Schweden, aus Kanada logischerweise da oben, Ja. Schweden, Estland und später dann auch Brasilien. Oh, das war schön kalt, ne, für die. Norwegen, ja, Ja. genau. Ja, dann kommt man da an und meldet sich. Wusstest du schon, was du studieren willst im Vorfeld? Hast du gesagt, okay, die bieten die und die Kurse an oder? Ich habe ja irgendwie das schon ein bisschen mitgekriegt aus den Gesprächen mit den anderen Jungs, wenn du da auch mal reinhören willst, sehr interessant, Maximilian Müller als auch Alexander Nitzel, die haben dann erzählt, dass es am Anfang erst so wie so eine allgemeine Studienrichtung gibt und man spezialisiert sich dann erst ein bisschen später. War das bei dir auch so? Richtig, also es ist in den USA auf jeden Fall so. Ich wusste, wollte eigentlich immer gern Medizin studieren, also in Deutschland oder, aber das ist dort auch ein bisschen anders alles. Deswegen habe ich mich dann entschieden, Psychologie zu studieren und habe das auch recht früh so festgelegt. Deswegen war meine Kurswahl recht spezifisch von Beginn an. Spezifisch in dem Sinne, dass du alleine warst da im Kurs oder was? Nee. Nee, halt, dass ich, ja, halt weniger allgemeine Kurse genommen habe, sondern halt dann Ach schon so, direkt ja. Biologie, Neuropsychologie, also ein bisschen mehr in die Psychologie-Schiene. Hattest du da oder hast du da was übrig für? So Psychologie, auch im Sport, im Fußball, spielt ja viel der Kopf eine Rolle. Richtig, absolut. Ich denke auch, dass das immer mehr ja, begriffen worden ist, dass die mentale Seite eine ganz wichtige ist im Profisport. Und finde das extrem interessant und ja, deswegen
Könntest du dir auch vorstellen, in der Richtung irgendwie mal zu arbeiten dann später, wenn du nicht mehr Fußball spielst? Also, dass man so ein bisschen, ja, vielleicht sich spezialisiert auf Fußball und Psychologie. Ich weiß nicht, inwieweit das bei den Frauenfußballmannschaften schon so etabliert ist wie bei den Männern. Da gibt es ja immer Psychologen, der bei der Mannschaft ist. Ich weiß nicht, wie ist das bei den Frauen? Ich denke, also bei der Nationalmannschaft, also bei der Frauennationalmannschaft weiß ich auf jeden Fall, dass da auch immer eine Sportpsychologin mit am Start ist. Und ja, ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Vielleicht nicht unbedingt nur im Fußball, sondern allgemein. Ich finde es auch sehr interessant, mit jüngeren Athleten zusammenzuarbeiten, die ja noch in der Entwicklung sind, wo man noch ein bisschen mehr vielleicht auch, ja, ein bisschen mehr umlernen kann, wie man denkt oder Ja. solche Sachen, fände ich extrem interessant. Hast du für dich persönlich ein Beispiel, wo du sagen kannst, da hat mir die Psyche einen Streich gespielt oder beziehungsweise ich habe mir geholfen, indem ich das und das gemacht habe? Ich habe dadurch, dass wir auch am Sportgymnasium eine Lehrerin hatten, die viel Wert auf sowas gelegt haben, natürlich jetzt nicht direkt Sportpsychologie, aber Zielsetzung, Visualisierung, solche Sachen. Und das habe ich halt wirklich früh begonnen, Zielsetzung und auch Visualisation. Und seit einigen Jahren meditiere ich eigentlich täglich. Halt einfach so Sachen, die ein bisschen Perspektive schaffen, weil ich meine, Uni, Fußball, das ist schon recht stressig. Und jetzt natürlich im Profifußball auch. Der ganze Tag ist vom Fußball geleitet, was ja cool ist und war ja auch immer mein Traum. Aber es ist auch wichtig, das Ganze in, ja, einer Perspektive zu geben und zu wissen, dass es nicht alles ist im Leben. Ja, du hast viele Hobbys, wie wir noch feststellen werden. Am Ende bekommen wir sogar noch einen kleinen musikalischen Auftritt von Vivian. Das mal so als kleinen Cliffhanger für die Leute, die bis zum Ende hören müssen. So. Ja, Vivian, du bist jetzt zurück in den USA. Du bist dort angekommen. Du hast dein Studienfach gefunden. Wie war es denn sportlich? War das so, wie man dir das vorher versprochen hatte, oder sagst du, oh Gott, das Niveau war grausig? Grausig vielleicht nicht, aber es war, ich meine, ich kam von einer Bundesligamannschaft, habe mit Frauen zusammengespielt, die Länderspielerfahrung hatten und solche Geschichten. Da war das dann schon ein bisschen ernüchternd, würde ich fast sagen. aber es war auch irgendwie gut, weil es hat mir andere Dinge gezeigt und ich konnte auch gleich eine Führungsrolle einnehmen in der Mannschaft und habe dann auch immer gespielt, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Konnte einfach, ja, mich zeigen, viel Spielzeit sammeln. Also hatte auch seine Vorteile, aber war nicht ganz das Niveau, was ich mir erhofft hatte. Ja. Wie weit seid ihr denn gekommen? Da spielt man ja in so Conferences. Das haben mir die Jungs erzählt, bei den Männern. Wie ist es bei den Frauen? Ist das ähnlich? Ist genauso, es sind die gleichen Konferenzen, Conferences, Ja. genau die gleichen, auch normalerweise die gleichen Mannschaften, also die gleichen Uni-Mannschaften und auch genau das gleiche System. Also Division 1 habe ich auch gespielt, die höchste Division von Ja. den College-Ligen. Und dann damals bei Maine war das die America East Conference, die halt wirklich im Nordosten von Amerika die Unis. Ja, sind in dieser Konferenz. Und wir sind dann, also man spielt erst gegen alle und dann je nach Platzierung in der Tabelle quasi, gibt es dann Playoffs, wie auch beim Basketball das üblich ist. Genau. Wie hieß eure Mannschaft? The Black Bears. The Black Bears. Ah, cooler Name. Aber die haben in Amerika immer so ein Tier Genau, als so ein irgendwie Maskottchen. Maskottchen. Ah. Ja. Dann, okay, ein bisschen Ernüchterung, was die Qualität bei den Damen oder in den College-Team anbetrifft. Aber dennoch, erklär uns mal das Phänomen des
in den USA der Frauenfußball höher gehängt wird als in anderen Teilen der Welt. Oder da ist es ganz besonders auffällig, dass der Frauenfußball viel populärer ist als der Männerfußball. Warum ist das so? Kannst du das erklären? Ich denke, es gibt mehrere Gründe. Zum einen denke ich, dass in den USA viele andere Männersportarten größer sind als Fußball bei den Männern. Also Football, Baseball, Basketball, Eishockey sind halt dort viel populärer als der Fußball, was die Männer betrifft. Und ich glaube, dass bei den Frauen, dadurch, dass die Frauen auch Weltmeister geworden sind, Olympia gewonnen haben, und einfach auch inzwischen wirklich Berühmtheiten sind, die Frauennationalspielerinnen dort, dass das einfach viele junge Mädels ermutigt hat, Fußball zu spielen und gezeigt hat, dass das cool ist und dass man ja was aus sich machen kann. Und ich denke, ja, das ist einfach dort, das Männerfußball ist halt nicht ganz so hoch gerankt wie hier in Deutschland dort. Mhm. Von daher glaube ich, dass die Mädels, Frauen dort einen kleinen Vorteil haben. Würdest du, wenn du deine Zeit in den USA mal so rückblickend betrachtet, welche Überschrift würdest du dieser Zeit geben? Schon wieder so eine gute Frage. Ich würde sagen, so fast wie eine kleine Reise. So the journey. Die Journey, okay. Aber du hast auch ein paar Auszeichnungen mitgebracht oder mitgenommen. Du wurdest bester Rookie. Also was ist das? Dort ist es immer so, es gibt quasi Namen für die 4 Jahre, die man in der Universität verbringt. Freshmen sind halt die 9 und dann gibt es Sophomore, Junior und Senior. Und wenn man seine erste Saison spielt, dann ist man ein Rookie in den USA. Ja. Das heißt, unter all denen, die ihre erste Saison gespielt haben, wurde ich in dieser Konferenz als beste Rookie ausgewählt. Genau, ausgezeichnet. Okay, was bekommt man da? Also Pokal, Zertifikat. Okay. Und so dann auch beste Mittelfeldspielerin in den Jahren danach? Oder wie? Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich gar nicht mehr weiß, in welchem Jahr genau. Aber ich glaube, im ersten oder zweiten Jahr beste Mittelfeldspielerin und dann gibt es immer noch so Best 11, like Best Starting 11. Und da war ich, glaube ich, eigentlich in jedem Jahr mit dabei. Ja. Okay. Die Jungs, Alexander Nitzel und vor allen Dingen Alexander hat es erzählt, er hat in seiner Uni in Maryland festgestellt, dass es dort Rituale gibt für Freshmen. Sagt man auch zu den Mädels und Damen auch Freshmen? Ja, sagt man. Okay. Hattest du das auch? Da werden Haare abrasiert. Das ist jetzt alles in Corona-Zeiten ein bisschen gedämpft. Aber wie war es damals bei dir? Da hatten wir ja kein Corona. Es gibt sowas auf jeden Fall. Wir hatten innerhalb der Mannschaft, sicherlich auch ein bisschen anders zwischen Jungs und Mädels, wir hatten so, wie heißt es, nicht Karaoke, aber Lip-Sync nennt man das. Wenn man zu einem Song mitsingt, aber nur halt seine Lippen bewegt und der echte Song läuft im Hintergrund. Aber du musst schon performen. Halt, genau, dazu halt noch eine Performance sich ausdenken. Das mussten wir halt machen. Okay. Und ich meine, wenn man niemanden kennt und neu ist und so, ist das schon immer ein bisschen, braucht ein bisschen Überwindung. Aber war am Ende ganz lustig. Ja, wenn man jetzt 2020 und dann, wo du dorthin gegangen bist, dann ist das eine Zeitspanne von über 4 Jahren, 4,5 Jahren. Warum war das so lang oder wie hat sich die Zeit da so entwickelt? Also ich bin nach meinem zweiten Jahr in Maine dann gewechselt, habe die Uni gewechselt und demzufolge auch die Mannschaft und habe mich dann leider in meinem dritten Jahr verletzt. Allerdings in Deutschland sogar, gar nicht in den USA, und habe mir einen Kreuzbandriss zugezogen. Sprich, alle, die das kennen, wissen, das ist mindestens 6 Monate, die man nicht spielen kann.
Und in den USA ist es so, wenn man eine Saison verpasst oder eine gewisse Anzahl an Spielen in der Saison, dann kann man unter gewissen Umständen noch eine Saison dranhängen. Ah, okay. Und Und wie kam es das in Deutschland? Also war gerade Pause oder waren deine zwei, war der Bachelor vorbei und du suchtest nochmal oder wie kann ich das, wie kriege ich nee, das ich, sortiert? im, also im Sommer bin ich meistens nach Hause, nach Jena, um halt zu Hause zu sein und hab da trainiert und ja, da Ach, ist und es dabei ist es passiert. passiert. Ja. Ah, du hast mit den Mädels vom USV damals ja noch, ne? Und Richtig, richtig. trainiert und dabei ist das passiert. Ah, das ist ja okay. Okay. Und dann bist du wieder, ich habe jetzt vergessen, wie hieß die zweite Mannschaft oder welche Uni war das? Das war University of Connecticut, auch UConn genannt, und die waren die UConn Huskies. Okay. Connecticut. Er liegt jetzt wo? Ich habe jetzt keine Karte vor mir. Liegt auch an der Nordostküste, liegt quasi genau zwischen Boston und New York City. Oh, okay. Da gucke ich dann nachher nochmal rauf. Und war das da erfolgreich für dich? War das ein richtiger Schritt? Warst du zufrieden? Ja, also vom fußballerischen Niveau war das auf jeden Fall das, wonach ich gesucht habe. War auch von der Konferenz, also auch Division 1, aber natürlich eine andere Conference und eine sehr interessante Conference, weil die quasi über fast ganz Amerika war. Also wir sind nach Florida, nach Texas, nach Memphis, Oklahoma. Also wir sind viel, viel gereist. Ja. Wir haben viele verschiedene Orte gesehen. Das war ziemlich cool. Und dann war irgendwann auch die Zeit in Amerika vorbei. Warst du sehr traurig, dass das da zu Ende ging? Ja, war schon traurig, aber für mich war es auch Zeit, wieder mal einen Tapetenwechsel zu vollziehen, und ja, in den nächsten Schritt zu gehen. Du bist so ein bisschen unstet, kann das sein? Oder muss. Ja, ich war schon immer, also auch, also ich bin immer gern gereist und wusste, dass ich auf jeden Fall viel von der Welt sehen will und Ah. ist auch heute noch so. Jetzt in Napoli. Ja, siehst du. Genau. Es kann ja noch weitergehen. Ja, und wie ist das dann? Wie kommt man dann ja, in die erste italienische Liga nach Neapel? Ja, also man sollte auf jeden Fall ja, gutes Videomaterial zusammenschneiden, aber das ist fast immer der Fall. Und ich habe auch einen Berater, einen Manager, und ja, der hilft mir dann natürlich auch, meinen Namen an Vereine zu geben und die richtige Option für mich zu finden und mich zu beraten, in ja, welche Option ich wählen kann für meine Karriere. Was ist für dich wichtig? Die Stadt, der Verein oder das Geld, was man da verdienen kann? Es ist immer das Gesamtpaket. Klar, die Stadt ist schon wichtig, aber wie wir schon mitbekommen haben, bin ich da auch so, dass ich auch in kalte Regionen gehe, wenn es sein muss Ja. oder wenn das Bauchgefühl stimmt. Ja, es kommt halt immer darauf an, in welcher Phase meiner Karriere befinde ich mich, was sind meine Ziele, wo will ich hin. Und dann klar. Wenn es Wahlmöglichkeit gibt, dann natürlich auch die geografische Lage, Wetter Ja, etc. das ist schön. Das heißt, es kann durchaus noch woanders hingehen. Also, wenn ihr drin bleibt mit Neapel, würdest du gerne dort bleiben. Oder wie sieht das aus? Ja, doch, mir gefällt es hier gut. Aber ich möchte natürlich auf dem höchstmöglichen Niveau spielen. Und ich habe letztes Jahr 2, 3 Monate Serie B gespielt und das. Ja, muss nicht nochmal sein. Ich möchte schon gerne in ja, den ersten Ligen Europas spielen. Ja. Und ich meine, ich bin 25, habe schon noch 3, 4, 5 gute Jahre, wenn mein Körper gut mitmacht, in denen ich ja, professionell Hochfußball spielen kann. Ja. Wie kann ich mir das jetzt, das Leben da für dich in vorstellen bei in Neapel? Ja, keine Ahnung. Ist das wirklich so mafiamäßig, wie man glauben mag? Stimmen die Vorurteile? Ich glaube nicht, ne? Also wir kriegen jetzt
glücklicherweise nicht so viel davon mit, aber doch, also es ist, glaube ich, schon eine relativ kriminelle Stadt. Also auch innerhalb dieser Saison wurden aus unserer Mannschaft allein, ich glaube, 3 Autos geklaut. Okay, du bist auch mit Auto da? Ja, aber auf das passe ich sehr gut auf. Okay. Also ich stelle das nicht irgendwo hin, wo Leute das, also ja, immer Garage oder auch wenn das immer ein bisschen mehr kostet, aber das ist es mir Okay, wert. was für ein Auto fährst du? Volkswagen, Ein Volkswagen, VW. Und ja. gibt noch 100.000 andere Autos für Mercedes und was weiß ich nicht noch alles, aber VW fährst du. Aber du hast ja kein ausländisches Kennzeichen, ne? Von daher ist es ja nicht so schlimm, oder? Das hilft auf jeden Fall immer, wenn man in Neapel mit Auto unterwegs ist, weil wenn man mal, ja, keine Ahnung, in die Einbahnstraße falsch rum reinfährt, dann ist das nicht so schlimm hier. Und weil das machen nämlich auch alle Napolitaner. Die kümmern sich nämlich gar nicht um Regeln beim Autoverkehr, beim Straßenverkehr. Okay, da muss man hart gesotten sein, ne? Ja, wirklich. Also, wie die Leute hier Auto fahren, das habe ich noch nie erlebt. Nee, ich wollte sagen, aber du hast eine Nummer von Neapel, von daher brauchst du aufs Auto nicht so aufpassen, oder? Ach so, nee, nee, ich habe mein Kennzeichen aus Jena dran. Ist nicht wahr. Ja, mit Jena Du fährst mit Kennzeichen bin einem ich hier. Jena Kennzeichen in Neapel und das Auto du bist ja jetzt schon 1,5 Jahre da fast, ja. Also das heißt, du fährst auch zwischendurch nach Hause mit dem Auto, oder wie? Nee, ich habe das im Sommer Ach runtergefahren. so, einmal. Ja, genau. Und dann halt jetzt nach der Saison fahre ich es wieder hoch. Ah, okay, mit dem Jena-Kennzeichen in Napoli. Ja, da darfst du alles wahrscheinlich, nehme ich an. Weil er hat ja auch, das habe ich nachgelesen, 3 Millionen Einwohner. Also von daher, ja, auch recht große Stadt, so wie Hamburg vielleicht, ne? So kann man das vielleicht vergleichen. Ich habe neulich erst gelernt, Neapel ist von der Bevölkerungsdichte die größte Stadt Italiens. Ah, okay. Weil die Stadt an sich ist nämlich gar nicht so groß. Also klar, es ist eine Großstadt, aber die Die ist Bevölkerungsdichte. eingezwängt, ne? So auf der einen Seite Ja. ist Meer und dann kommen wahrscheinlich schon Berge dann, wenn man so Der Richtung. Vesuv. Ja. Der große Vulkan. Spuckt er gerade? Nee. Nee, nee, der Aber ist der ist ruhig noch zum Glück. aktiv. Ja, und wir hatten auch, wann hatten wir? November oder so, hatten wir sogar ein kleines Erdbeben. Oh. Ja. Also ist auf jeden Fall irgendwas los unter der Erde hier. Also das ist so richtig Bewegung. Ja. Ich wollte noch eine Sache hinaus, und zwar, was sagt dir Eierkuchen mit Nutella? Oh, Kindheit. Du warst mal im Kika, der große Ja. Star, und hast in einer Sendung beim Kinderkanal gesagt, was du am liebsten isst, Eierkuchen mit Nutella. Ist das heute noch so? Nee, also Nutella muss ich sagen, ist gar nicht mehr so mein Ding. Ja. Aber als Kind auf jeden Fall. Aber Eierkuchen liebe ich auch heute noch. Aha. Hier die Kika-Geschichte, wirst du da hin und wieder nochmal drauf angesprochen oder magst davon gar nichts mehr hören? Da warst du, vor 10 Jahren war das, ne? Da musst du 15 gewesen sein oder so. Ja, kann gut sein, 14, 15, vielleicht sogar jünger als 15, weiß gar nicht mehr Ja, genau, und da aber. durftest du dein Vorbild treffen. Wer war das? Das war die Lira Bayramay. Und wie war das damals? Ist sie heute noch dein Vorbild? Also sie spielt ja nicht mehr, ne? Nee, die spielt nicht mehr. Nee, also damals war sie halt so eine der berühmtesten, ja, Deutsche Fußballspielerinnen. Nationalspielerin, ne? Ja, genau. Ja, coole Kickerin Nee, gewesen. Das ja, auf stimmt. jeden Fall. Die war Das cool. stimmt. Ja, die Geschichte, da gibt es sogar ein Video im Kinderkanal. Vielleicht findet man das hier und da nochmal auf YouTube. Ich habe sie mir angeguckt, aus dem Archiv geholt. Finde ich ganz lustig, wie du damals auch schon sensationelle Ballfertigkeiten gezeigt hast. Also das Jonglieren, ohne das Bein abzustellen zwischendurch, den Ball hochhalten, das kostet schon viel Kraft im Oberschenkel. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das war schon cool mit anzusehen. Also es war richtig cool. Ja. Ja,
Wo es dich hintreiben wird, das werden wir dann wahrscheinlich erst im Sommer erfahren. Inwieweit spielt Corona eine Rolle bei euch? Ja, ist natürlich allgegenwärtig, kann man leider nicht verleugnen, ne? Bei uns, also ich bin einfach nur dankbar, dass wir halt trainieren können, spielen können, ja, ein relativ normales, in Anführungszeichen, Leben führen. Natürlich sind wir mehr oder weniger isoliert. Also mein Leben besteht halt wirklich aus Schlafen, Training, Essen, Training, Schlafen. Also ist halt natürlich nicht erwünscht vom Club aus, dass wir groß in die Stadt gehen oder ja, Aber ins wohnst du Club. alleine oder in der WG oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir wohnen glücklicherweise direkt am Strand, ein bisschen außerhalb von Neapel. Und ich wohne mit einer Mitspielerin zusammen. Wir haben einige, die so zu zweit, zu dritt und auch einige, die allein wohnen. Aber die Apartments allein sind ziemlich klein. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich in einem Zweier-Apartment bin. Und genau, direkt am Strand. Unser Fitnessstudio ist 2 Minuten zu Fuß, quasi nur die Straße rüber und Trainingsgelände 5 Minuten mit Auto entfernt. Aber ihr seid Also. nicht die Frauenabteilung des großen SSC Neapel. Ihr seid schon ein eigener Club, richtig? Genau, wir sind ein eigener Club. Unser Präsident, ja, der hat 3, 4 Firmen, die ihm gehören und hat halt ordentlich Schotter und findet es ganz cool, wenn Frauen Fußball spielen. Und deswegen sind Okay, wir hier. euer Präsident hat richtig, hoffen wir mal, das Geld auf legalem Wege verdient. Aber gut, das wird schon. Bei Neapel hat man ja immer so ein bisschen, aber gut. Und dann habe ich auch natürlich ein bisschen rumgeguckt und du hast dein erstes Interview auf Italienisch gegeben. Also ich war ja baff. Also du hast nicht lange gebraucht, um die Sprache zu lernen, oder? Jein. Also ich habe halt angefangen mit hier so Duolingo, also so auf dem Handy, jeden Tag mal ein bisschen was. Aber ich meine, glücklicherweise im Fußball, so was taktisch, die Position, die verschiedenen Befehle, sage ich jetzt mal, die man einander auf dem Fußballplatz gibt, das kriegt man ja schnell mit, wenn man jeden Tag trainiert. Aber so richtig angefangen zu lernen, habe ich eigentlich erst seit August, Juli, August. Also nehme einmal die Woche Privatunterricht, also über Skype quasi, online. Und wir haben jetzt auch dadurch, dass wir recht viele Nicht-Italienerinnen in der Mannschaft haben, auch vom Verein aus einmal wöchentlich Italienisch Unterricht. Okay, und was ist das Schwierige am Italienischen? Ich glaube für mich, die haben sehr, sehr viele Zeitformen, noch mehr als wir Deutschen. Also die Konjugation der Verben ist auf jeden Fall nicht so einfach. Und ja, es gibt, also so, ich kann mich auf jeden Fall ausdrücken, und inzwischen kenne ich auch einige verschiedene Zeitformen und mein Vokabular ist auch nicht so schlecht, aber ich mache auch noch sehr viele Fehler. Okay. Aber in dem Interview, das hörte sich richtig gut an. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die Italiener haben so Aussprachprobleme mit deinem Namen, ne? Vivien Beil oder hast du schon die verschiedensten Dinge gehört wahrscheinlich, oder? Ja, es war ganz lustig, weil in den USA nannte man mich immer Beal, Vivian Beal, haben die immer gesagt. Und als ich dann hierher gekommen bin, die haben immer Bale gesagt. Und ich meine, mir ist das jetzt nicht so wichtig und ich habe das halt nie wirklich den Leuten gesagt und unser Pressesprecher und Kommentator, die machen mich heute noch rund, dass ich denen nie gesagt habe, dass es Beal ist. Bis diesen Sommer. Die sagen so, es hat 6 Monate gedauert, bis du uns gesagt hast, wie dein Name ausgesprochen wird. Deswegen ist das so ein bisschen der Running Gag hier. Ja, schön. Wir sind jetzt auch fast am Ende angekommen. Ich will noch auf eine Sache hinaus, was ich immer zwischendurch mal angekündigt habe. Du hast noch ein sehr schönes Hobby. Und das ist Gitarre spielen und singen. Wie bist du dazu gekommen? Musik war schon immer was mich sehr begeistert hat. Ich habe ganz, ganz früher Akkordeon gespielt. Ja, und irgendwann hatte ich natürlich keine Zeit mehr, das zu machen. Das war im Orchester richtig. Mit Fußball, das ging halt irgendwann nicht mehr.
Und ja, mit 14, 15 habe ich mir so gedacht, Gitarre ist voll cool, die kann man überall mit hinnehmen und so. Und dann habe ich es mir einfach ja, selbst beigebracht. Ach so. Ja. Oh, das ist aber interessant. Das ist ja Respekt, Respekt. Vor allen Dingen hören wir jetzt auch noch was Kleines raus. Du hast mir ein Lied mitgebracht. Das ist dein aktueller Favorite, wenn man das so sagen kann. Warum und weshalb? Das Lied habe ich vor ungefähr einem Jahr geschrieben mit einem Kumpel. Und zwar so in dieser Lockdown-Zeit, so dieser erste Lockdown. Und ja, ich meine, viele Lieder sind über Liebe. Also ein Liebeslied quasi. Und ich finde, das ist sehr gut gelungen, weil mir gefällt die Gitarre sehr gut und es hat Rhythmus und irgendwie ist es so ein Ohrwurm. Und ja, Mit wem machst du das finde ich sehr gut. zusammen? Ted Wagner. Okay. Es gibt Videos, ich habe mich ja, darüber informiert oder beziehungsweise ich habe sie schon gesehen. Sie sind sehr, sehr schön. Gibt auch noch viel, viel mehr von dir zu hören und zu sehen auf YouTube und Soundcloud zu hören. Das habe ich alles nochmal, Ja. als du mir das gesagt hast. Beziehungsweise stimmt gar nicht. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht. Also da. Das hattest du mir fast vorenthalten, ne? So ein bisschen, ja, nee, das will ich nicht vielleicht. Ich weiß nicht. Vivian, ich sage danke und möchte dich bitten, hier zum Abschluss unseres Sport im Osten Podcasts dein Lied einfach nochmal anzukündigen. Das war eine schöne Folge mit Vivian Beil, die in Jena geboren, dort Fußball gespielt hat in der Bundesliga mit 16 Jahren und dann in die USA ging. Und jetzt aktuell in Napoli Fußball spielen. Dir gehören die letzten Worte. Kündige einfach mal dein Lied an. Also, danke und bis bald. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Und jetzt hört ihr Want You to Know von Vivian Weil und Ted Wagner. Danke und tschüss. Tschüss.
want you to know that our love will grow. Bundesliga AD Welcome USA. Dieser Podcast begleitet junge, sehr gut ausgebildete deutsche FußballerInnen auf ihrem Abenteuer als College-Soccer-Player in den USA.